Schauen wir uns Sachter Hugo an, Chat. Weißt du, welche Koralle das ist? Also, welche. Das sind die roten, oder? Ja. Oh mein Gott, es kommt keiner zählen. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Boah! Hinter mir war gerade ein Wal! Da hinten sieht man es noch. Da. Es ist so krass. Ein fucking Wal. Ich gebe einem Krokodil auf einer Skala von gefährlich eine 4 von 10. So. Was? Ich hab's gesagt. Ein Krokodil ist nicht mehr als eine 4 von 10. Was? Digga, Krokodil ist, glaube ich, 10 von 10, oder? Mehr geht nicht. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Digga! Never. What the fuck? Eine 4 von 10. Guck mal, was ich finde. Der hat eine Militärweste gefunden. Was ein Zufall. Er ist einfach bei der so Spezialeinheit gewesen. Eine Kokosnuss. Ach, eine Kokosnuss? Nee, das ist sein eigenes Zeug. Ich bin so lost. Sango, ich bin Huhn. Hugo, ich grüß dich. Was? Okay, Alter. Ich hab jetzt hier. Schon mal so eine Querverbindung gelegt. Was hat die vor? Wir alle kennen dieses Gerüst. Du läufst durch den Dschungel, einer im Baum. Daran treibt die dich weg übers Feuer. Davor hätte ich auch Angst, Digga, dass irgendwelche Dorfbewohner, die da seit hunderten von Jahren leben, mich deinen Arsch ficken. Ey, Bruder, ich bin live nur ganz kurz. Mein Streamchat meinte zu mir, Max ist morgen nicht zum Training da. Ja, stimmt. Hä, der, warum? Was macht er? Die sind alle schon dort. Ich muss dann auf 5 Stunden hinfahren. Wann musst du los? Wann ich los muss? Heute 15 Uhr, vor 8 Stunden. Warum bist du nicht losgefahren? Ich spiele die ganze Zeit Minecraft. Mann, ich will zocken, das ist so dumm. Ich will nicht weiter. Molle, der Timing ist hier. Digga, wir haben noch nicht einmal in der Vierer-Truppe darüber geredet, wie wir das machen, Alter. Der einzige Vorteil ist, dass man halt heute dann schon mit den Zuschauern ein Bild vor dem Hotel machen kann, so, und dann morgen nicht mehr. Willst du Bilder machen mit denen, oder was? Ja, wenn jemand davor steht. Du nicht, oder was? Hey. Classic, Monte. Bruder, das hab ich gar nicht. Ich schwör's euch. Das hab ich nicht mitbekommen. Oder ich hab's einfach nicht mehr in Erinnerung. Aber dass er hier fest... Dass wir doch mal drüber geredet haben. Mmh, mein Ding, Ding, Dong. Team Internet, weil wir sind schneller als dein WLAN. Ach du. So cringe, so cringe, so cringe. So ein Depp hab ich auch noch nie gesehen. Ach du Scheiße. Was, Monte nicht bald 40 oder so? Jetzt zieht euch rein von unserem Wildcarder Johannes' Interview. Watch this. Wie hast du denn hier den Fahrerspot erkämpft? Ich hab so schon eine Bewerbung mitgemacht. Bist du? Stark. Aber dennoch, dass da ein Simon Desue stattfindet in dem Intro, ist bodenlos. Die haben sich nicht damit beschäftigt, mit dem, was sie da zeigen. Also das war kein geiler Einspieler von uns. Und dann ist da Simon Desue zu sehen, wie er in Nutella badet, Digga. Und da frage ich mich einfach, woran hat's gelegen? Hä? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran gelegen hat. Ey, Digga, war die VOG-WM wirklich so kacke zum Zugucken? Mit so viel Werbung und sowas? Ja, ich versteh's auch nicht. Digga, also so pusht man doch nur noch mehr diese Fernsehleute und so, Chat. Ich verstehe gar nicht mehr, warum das macht. Fernsehen ist dreckig. Ich finde, diese Twitch-Leute sollten sich untereinander supporten und dieses Twitch-Ding eher hochbringen. Wisst ihr, wie ich meine? Anstatt dieses Fernsehen-Ding. Bruder, ich sag's dir so, wie es ist. Es gibt nicht zu viel, es gibt nur zu wenig. Damn, boy! Das ist so ekel. Also, es ist nicht schlimm. Also mit Quark, aber so viel Nutella, wie er da reinmacht, das ist krass. Internet! Super motiviert! Ich sehe das schon. Ihr seid wirklich außer hier. Was ist hier mit dem Kollegen? Nein, der hat auch gute Laune, man sieht's nicht auf den ersten Blick. Was ist los? Ich glaube, du bist der Einzige, der frische Luft wirklich kennt. Die anderen alle hocken ja die ganze Zeit in der Bude nur rum. Sauerstoff ist wichtig und richtig und ist gut, dass wir in der frischen Luft sind, ja? Hey, was war das jetzt? Digga, ist das Video ein VOG-WM-Best-of? Oh. Und ich habe mich da ziemlich verletzt. Ich gehe auf der Straße rum, dort. Klossi, wo ist Wilson? Wo ist Wilson? Wilson! Weißt du, wie viele Leute mich nach Wilson oder Wilson geschrien haben vom Hotel? Oder Klolli. Irgendwann ist es auch wirklich nicht mehr lustig. Ich meine es jetzt auch ganz ernst, ich möchte es nicht. Knolli. Ja.
Ich kann gar nicht mehr Knossi sagen. Was ist die Definition von dem Sch*tding? Für mich war das immer der Ronaldinho-Torjubel. Wer bin ich? Nolli. Ja? Ah, du bist Jesus, Nolli. Wir haben telefoniert. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss auch niemals machen. Schon motiviert? Frag mich irgendwas. Jo, wann gibt's die wieder, wenn ab 45 wieder im Shop? Die sind momentan ausverkauft, sollten aber demnächst wieder kommen. Gehst du nachher raus? Das ist korrekt, ja. Ah, scheiße. Viel zu schwer. Oh, was ist bei ihm? Let's go! Power! Jeremy Fragrance hier, meine Damen und Herren, ich grüße Sie. There is nothing I can do. Yeah. Jeremy Fragrance, we're with Olivier. Hä? Pauline, oh yeah, Äpfelspray, die Proteine sind da drinne. Da ist nur guter Stuff drin und die kann man einfach so, also ich esse die auch gerne mal mit Schale einfach so. Nein, what the f***? Wachteleier mit Schale? Calcium. Genau, das ist da viel drin. Und lass es mir Power, Baby und Energie. Was ist das? Was ist das? Power, Baby! Mann, die denken doch, der ist auf irgendwelchen Drogen, Alter. Ich trage heute meinen eigenen Duft. Date for a man. Weil wenn ich einmal mit so einer schönen Frau unterwegs bin, dann muss ich auch den richtigen Duft auftragen. Boah, darauf erstmal fallen an die Griechen. Ich kann die aber wirklich. Ja, stabil. Oder? Power! Oh, yeah, yeah. Nice Duft. Welches Parfüm? Es hat so ein bisschen Zigarette. Der trägt die Düfte wegen den Frauen. So selber feiern. Wow! Wow! Yes! Viele Seiten. Wow! Oh! Oh! Oh, dieses Lied, ganz kurz. Afri La Fickner. He's just a skater boy. She knows she's a little boy. Have a nice day. And you too, man. We go there. Ah, okay, now we're going in the same direction. There's a little meter. We're just going on a sprint, you know? Yeah, it's nice. Nice. Oh, true! Eli ist mit dabei. Ich sag dann immer so random, was denn großer? So ein Zelt. Wir werden keine Freunde machen. Beide verlieren keinen. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. Ich dachte, ich bin dann so Elis Bein, aber das sieht echt einfach nur dumm aus. Digga, lass einfach weitermachen. Lass einfach weitermachen. Wie unangenehm. Oh, wie unangenehm. Holy shit. Voller Cringe, Mann. Das war voller Cringe. Dave, welcher Stern ist von der Erde aus gesehen der hellste? Lauras. Lauras Stern hat dich. Sonne! Oder nicht? War's richtig? Sonne! Ist Sonne, oder? Der Nordstern. Hier. Eli, welcher See liegt in Österreich, Deutschland? Polarstern? Digga, Sonne ist doch auch ein Stern. Digga, nein, das ist doch Sonne ist auch ein Stern, du Huch. Du Sohn einer Schlampe. Ist der hässlich. Deutschland und der Schweiz. Boah. Was? Eli, welcher See liegt in Österreich, Deutschland und der Schweiz? In Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ist es die in Köln da? Oder Donau? Oder Bodensee? Boah. Was gibt's denn da? Elbe? Nice. Nee, bei so Seen und so bin ich raus. Meinst du, das ist schlimm, wenn ich in der Folge einfach zwischendrin die Frisur wechsle? Was willst du denn jetzt machen? Wo ist einmal? Wunderschönen guten Abend, ihr lieben Menschen. Hä? No. Wer ist denn das? Der Basti GAG, Alter. Bro. Basti ist Amar einfach. Kevin, welches Tier kann Dehydrierung einfach aushalten? Boah, schwer. Warte. Fisch, aber machte keinen Sinn. Schwamm. Was? Nee.
Ich brauch euch nicht. Levi. Auch ein sehr, sehr stabiles Video auf jeden Fall. Oh. Da habe ich mir hier gerade wieder ganz gemütlich gemacht. Drecksack.